Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren OMSI-2-Video auf meinem Kanal Philipp LP. Ja, heute entführe ich euch mal wieder in die Bundeshauptstadt Berlin, wo sich der größte Zirkus von Deutschland befindet unter einer Glaskuppel. Und ein Kartenerbauer hat mir eine Karte zugeschickt, das ist die Karte Berlin 107. Die spielt sich im Norden von Berlin im Bezirk Pankow-Rosenthal ab. Und die Karte soll voraussichtlich dieses Jahr released werden, Freeware-Karte. Allerdings steht das auch noch nicht fest, deswegen Release-Anfragen bitte keine stellen. Und in dieser ersten Version der Karte, die ich zugeschickt bekommen habe, möchte ich euch gerne den M1-Schienenersatzverkehr vorstellen. Und zwar, wir stehen hier an der Endstation Schillerstraße und fahren in Richtung Hermann-Hesse-Straße, Schienenersatzverkehr nach am Kupfergraben. Die Straßenbahn ist hier gesperrt, das sieht man auch hier. Hier ist alles dicht, hier haben wir eine extra Wendeschleife und hier steigen dann die Leute ein mit den passenden Haltestellen. Ersatzhaltestelle M1, Ersatzrichtung am Kupfergraben. Ja, wir haben hier extra einen Parkstreifen, dort verbringen wir dann unsere Pause. Der Schienenersatzverkehr fährt um 11.41 Uhr. Wir spielen jetzt diesmal kein BBS. Da die Karte ja dementsprechend noch nicht im BBS integriert ist, sie ist ja auch noch nicht erhältlich. Und fahren wir einfach ohne BBS heute. Einfach so OMSI. Hilfspfeile gibt es ja auch noch nicht. Aber den Weg werden wir auch schon finden. So schwer ist der nicht. Wir werden einmal die Hin- und Rücktour fahren. Das heißt, wir fahren von der Schillerstraße zur Hermann-Hesse-Straße. Und dann fahren wir wieder Richtung Schillerstraße. So, wir fahren hier mit dem passenden Bus, den XC2 in der BVG-Version. Mit einem sehr schönen Repaint Hardrock Café Berlin. New Messi Burger. Oh, der sieht auch richtig gut aus, ey. Lecker. So. Natürlich mit unseren Klebeklimas und so weiter. Ich habe bereits schon alles eingestellt. Orxy habe ich auch schon die passende Sicht gemacht. Für mich passend zumindest. Und gehen wir mal unsere Linie ein. 801 und Route 1. Hermann-Hesse-Straße. Schillerstraße, ne, das nicht. Also ist es Route 2. 801, Route 2. So, passt. So, da geben wir nochmal ein M1, weil dieses M01 sieht einfach nur scheiße aus. So. Ach Gott. Passt doch nie mehr in der Platz. Ist es das oder muss ich am Kupfergraben? Ersatzrichtung da. Genau. Ja, das sieht doch besser aus. Perfekt. Genau, hat er ja mir extra geschrieben, dass man das über dieses Hartz-IV-Menü machen muss, weil M01 sieht einfach nur schrecklich aus. So, da steht's auch hier. Warum ist da im Monitor nichts? Keine Ahnung, habe ich irgendwas wieder überschrieben? Irgendwas durch einen extra komischen Download? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ist mir auch egal. Kann natürlich auch sein, dass das an der Hofdatei vielleicht liegt. Weiß ich ja nicht. Muss ich einmal schauen. So, F-Einstellungen. So, ein bisschen 70. Ah, 40, ey. Kann man nur alle 10 hier. So, Motor an. So, reales Wetter. Machen natürlich bestes Wetter. Ich will hier nicht im Regen durch die Gegend donnern. Machen wir 7 Grad. Passt. Keine Wolken. Machen wir heute sternklaren Himmel. Schön extra. Passt. Und da machen wir so ein bisschen. Ja. Das passt. Genau. Genau. Wir fahren um 11.41 Uhr. Fahren einmal hier an Hessestraße und fahren dann wieder zurück. So. Können wir uns das Ganze hier mal von oben angucken. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut bebaut aus. Und so weiter. Auch eine wirklich sehr gute Qualität.
Schön mit den Fahrradständern hier. Mit den ganzen hier Hütchen hier von den Haltestellen. Ne, Schillerstraße hier nur Ausstieg wäre ja für die... Guck mal, steht sogar extra hier, das ist schön. Kein Tramverkehr wegen Bauarbeiten. Schillerstraße, Pastor Niemöller Platz. Ist okay mit Bussen. Replacement Bus Service. Das ist schön. Gefällt mir. So. Dann spulen wir mal das Ganze vor. Da müssen wir noch ein bisschen Druckluft aufbauen. Ah, passt schon. Anlage hier. Waldemarstraße. Dun, 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 dun. Ah, wie ich diesen Gong immer liebe, ey. Das ist immer schön. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, weiß ich nicht, ob das mit der Dateizahl oder irgendwas habe ich da mal installiert und das hat sich jetzt überschrieben, keine Ahnung. Ah, da ist der Ginkus. Hui, hallo. Da ist er. Passt ja. Sehr gut. Ah, sieht richtig gut aus. Na, mach ich nochmal, nicht, dass das Auto da im Weg war. Das sieht immer so schäbig aus. Ja, wie gesagt, die Karte habe ich natürlich von ihm schon ein paar Wochen vorher bekommen, aber wie gesagt, da war ich halt krank, habe ich keine Stimme gehabt. Dann hätte ich hier wie ein alter Vogel gekrächzt und das macht ja dann auch keinen Sinn. Deswegen gibt es das Video jetzt erst von mir für diese Karte. Ich mag so Berlin-Karten immer. Liebe ich über alles. Berlin-Karten sind immer schön. Waldemarstraße. Dun, 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 dun. Guten Tag. Oh, schön mit dem Backdrop, sieht gut aus da. Nordend. Nordend. Hier schön so ein bisschen Graffiti an der Mauer, ein bisschen BVG-Werbung hier, ne? Ja, nur Straßenbahn. Heinrich-Böll-Straße.
Aber immer ein Original ansagen, das ist schon mal immer schön. Wenn man die mir gleich mitliefert, alles gut. Macht das Ganze noch mehr Spaß. Guten Tag, hallo. Hi. Hi. Wie gesagt, der SEV, der geht jetzt hier nur ein paar Minuten. Wir fahren auch hier, wie gesagt, ein paar Haltestellen. Und dann ist auch schon wieder Endstation. Aber so im Ganzen muss ich sagen, sieht die Karte schon recht gut aus. Also ich bin gespannt zum Release. Die 107, dann der M1 SEV und ne, Work in Progress natürlich alles hier noch. Also von daher. Ah, da kommt schon der nächste. Kuckhoffstraße. Dun, 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 dun. Ja, wahrscheinlich muss ich. Ich installiere mir den Bus einfach mal neu und dann. Dann gucke ich, ob die Innenanzeige. Also die Fonts zumindest, nicht den Bus. Jetzt funktioniert meine ganze Ibu nicht mehr. Ja, auch wieder ganz schön, ne? An der Haltestelle. Ja, da habe ich natürlich jetzt hier. Das sieht richtig. Das gefällt mir mal, dass das hier so steht. So ein Plakat. Das finde ich mal ganz schön. Auch schöne Haltestellen. Glashäuschen hier. 107. Genau, hier haben wir die andere Haltestelle. Genau. Schildow-Kirche. Also wie gesagt, die Karte spielt Niederschönhausen da. Pankow, die Richtung Norden, Rosenthal da. Ne? Hermann-Hesse-Straße, Waldstraße. Ende des Ersatzverkehrs. Bitte aussteigen. Weiterfahrt mit der M1 ab Haltestelle Pastor-Niemöller-Platz. Diese erreichen Sie nach einem kurzen Fußweg. Oh, hier ist so ein großes Einkaufscenter hier. Families hier. Rossmann. Rossmann. Genau, jetzt fahren wir auch noch mal gleich zurück. Zur Schillerstraße Niederschönhausen. Genau, unser Pausenplatz ist hier. Also auch der extra Parkstreifen hier. Können wir da hinten auch halten.
So, da kam auch die Auswertung. Perfekt. So, wann geht's zurück? Um 12.08 Uhr. Dann würde ich mal sagen, spulen wir ein bisschen vor, machen wir 12.02 Uhr. Da können wir uns hier nochmal ein bisschen umsehen. Genau, hier wenden wir dann und dann können wir die Leute auf der anderen Straßenseite wieder reinlassen. Hier ist der Rewe-Parkplatz. Und hier können die Leute dann wieder zu M1 dann umsteigen. Hier ist nämlich der Pastor-Niemöller-Platz. Genau. Da ist er hier. Genau. Grabeallee, Pastor-Niemöller-Platz. Genau. Genau. Rosenthal Nord. Dann geht's Mitte am Kupfergraben. Das ist da Friedrichstraße, da Hackischer Markt. Auch sehr schön gemacht hier, die Rasengleise hier so schön, auch sehr schön gemacht, die Gleise, dass man die praktisch gar nicht, wenn man mit dem Bus drüber fährt, merkt. Ne? So einige Karten gab es da, bist du über die Gleise gefahren, da haben die Leute immer dann gemeckert. Das war dann nicht ganz so toll. Hier haben wir ein Netto, wohnst im Ghetto, gehst zu Netto. Und so weiter. Ja, sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier. So, jetzt muss ich natürlich wieder M1. Er sagt Schillerstraße. Genau, passt. Ja. So, 12.08 Uhr. Würde ich mal sagen, fahren wir mal wieder zur Starthaltestelle. Oh, hier haben wir noch so ein Klo hier. Kuckhoffstraße. Guten Tag. Was waren hier noch für Linien? Ah, die M1, 107er Schildow-Kirche zum S-Bahnhof Buch und 250 Niederschönhaus und Buchholzer Straße. Spur ich mal ein bisschen vor hier. 2 Minuten. Guten Tag. Oh, Pennymarkt. Penny. Kuckhoffstraße. Da kannst du schön drüber fahren, da merkst du gar nichts. Das ist richtig cool.
Guten Tag. Mahlzeit. Guten Tag. Mahlzeit. Eine Busfahrt bitte, zum ermäßigten Tarif. Gut gemeint, aber das ist zu viel Rückgeld. Heinrich-Böll-Straße. Also ich bin wie gesagt gespannt, auch auf die neuen Versionen, die der Erbauer mir schickt. Wenn es dann irgendwann mal Richtung Schildow-Kirche geht, mit der 107 oder so. Oder wenn hier mal Straßenbahn fährt, wenn der Ersatzverkehr halt vorbei ist und so weiter. Ich bin da sehr gespannt. Ich bin wie gesagt auch gespannt, wenn die Linie 300 kommt. Das ist ja von Heliken im Bau da. Bin ich sehr gespannt, was da für ein Bus mitgeliefert wird vor allem. Also die Bilder haben schon echt Appetit gemacht. Ja, also das Berlin ist ja eh immer spannend. Nordend. Jetzt fahren wir hier rechts wieder. Das interessiert mich ja nicht. Waldemarstraße. Guten Tag. Da sind wir schon an der Endhaltestelle wieder. Schillerstraße. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change, please. Endstation.
So, einmal auf den Parkstreifen. So, wir sind wieder an der Schillerstraße angekommen. Ich hoffe, das kleine Video zur Karte 107 mit dem Schienenersatzverkehr M1 hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet, Kommentare drunter schreibt, wie ihr so die Karte findet und so weiter, wie ist euer erster Eindruck. Und ja, ich bedanke mich nochmal für die Bereitstellung der Karte beim Erbauer. Und ich hoffe, ihm hat das Video auch gefallen und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche, bleibt gesund und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen.